Russland hatte bei der Vereinbarung Amerikas mit Polen über die Stationierung eines amerikanischen Abwehrsystems energisch protestiert. Nicht ohne Grund, denn dieses ermöglicht tatsächlich einen atomaren Erstschlag für Amerika mit relativ kleinem Risiko für sich selbst. Damals hatte der russische Präsident Gegenmaßnahmen angekündigt. Nun scheint sich die russische Antwort auf den amerikanischen Raketenabwehrschild in Polen herauszukristallisieren. Wie die Internetseite Russia Today meldet, wollen Russland und Weißrussland in naher Zukunft eine Vereinbarung über ein gemeinsames Raketenabwehrschild vereinbaren. Russia Today meldet, eine Quelle in der russischen Regierung habe erklärt, der Zeitpunkt für eine Vereinbarung hänge nur noch von der weißrussischen Seite ab. Russland und Weißrussland haben bereits damit angefangen, ihre Wissenschaft und Technologie gemeinsam weiterzuentwickeln und arbeiten zusammen an einem gemeinsamen Logistikplan für 2009, eine russisch-weißrussische regionale Verteidigungsgruppe. Außerdem will Russland in Übereinstimmung mit Weißrussland einen gemeinsamen Währungspool errichten. Premierminister Wladimir Putin stieß bei seinem Besuch in Minsk mit diesem Plan auf große Bereitschaft. Moskau will in Zukunft den Rubel als internationale Handelswährung zwischen den zusammenarbeitenden Staaten etablieren. Sogar eine Zollunion war während des Besuchs von Putin ein Gesprächsthema. So soll ein freier Handel zwischen Russland, Weißrussland und Kasachstan ermöglicht werden. Der weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko erklärte, er begrüße engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern sehr. Noch während der heftigen Diskussionen um das amerikanische Raketenabwehrsystem hatte Moskau in den letzten Monaten mehrfach deutlich erklärt, in Europa ein System der kollektiven Sicherheit errichten zu wollen, mit dem man endlich die alte Konfrontation zwischen Ost und West beenden könne. Schon im Frühsommer hatte der russische Präsident Dmitri Medvedev angeregt, mit einem solchen kollektiven System der Sicherheit das primitive Blockdenken zu überwinden. Außenminister Sergei Lavrov bekräftigte dieses Angebot neuerdings angesichts der Georgienkrise. Lavrov sagte, es gehe um die Schaffung eines wirklich gleichberechtigten Systems der kollektiven Sicherheit im euroatlantischen Raum. Letzte Woche ließ der stellvertretende Duma-Vorsitzende Wladimir Schirinowski durchblicken, was dieses Konzept für Deutschland beinhalten würde: den Abzug aller fremden Armeen aus Deutschland und möglicherweise sogar eine Rückgabe der deutschen Ostgebiete.